Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mad Max. Ja, ich habe eine Perspektive rausgefunden, wie man im Auto schauen kann. Das ist very nice. Engländer hier das Auto. Ich finde es noch ganz interessant von Mad Max. Wir fahren mal in dieser Perspektive. Ich weiß nicht, wie einfach das geht. Ich finde das eigentlich noch ganz witzig von den diversen Let's Plays von Mad Max. Jeder, muss ich jetzt hier hoch oder wie? Jeder spielt irgendwie komplett anders. Das ist das Schöne bei Open World. Jeder spielt auf seine Art. Einige gehen ihre Hauptmissionen lang, andere fahren wild durch die Gegend, erkunden noch zuerst mal alles und. Andere gehen zuerst dahin und dann dahin und andere gehen zuerst dahin und dann dahin und. Das ist so was faszinierend an Mad Max, vor allem fällt es hier auf, weil ich ja kenne ja ziemlich viele, also besser gesagt, ich habe schon diverse Let's Plays von Mad Max geschaut, sind schon einige rausgekommen. Von Eric von EMB Let's Play zum Beispiel oder von UFO Mann LP. Sarasa hat auch ein Let's Play am Laufen von Mad Max. Das sind so die drei, wo ich mir zurzeit anschaue. Und ja, da find ich es extrem lustig, die verschiedensten Blickpunkte bzw. die verschiedensten Spielarten zu schauen. Zum Beispiel der UFO-Man. Entschuldigung. Der UFO-Mann ist mehr so einer, der die Hauptmissionen abklappert und die Nebenmissionen mehr oder weniger nebendran im Hintergrund hält und auch natürlich auch macht, aber so im Hintergrund mal ab und zu mal. Aber hauptsächlich die Main-Story folgen. Der Sarasa ist quasi einer, der auch so nebendurch mal das und das und jenes absucht und spielt. Eric, muss ich gestehen, habe ich noch nicht viel gesehen. Das ist zwar meine x-te Folge, die ich am Aufnehmen bin, aber heute habe ich Folge 1 von Eric gesehen und wenn ihr diese Folge seht, ist das schon längst hinter allem Kuckuckspups drin. Aber ja, da konnte ich noch nicht ganz groß was sehen. Also er ist auch so einer, der links, rechts rumschaut und mal rumprobiert und so weiter, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt schauen wir mal, was dieser Griff hier für mich hat. Schau mal, was du findest. Ha! Okay, was ist das? Kanalisierung. Erhält Max-Fähigkeit, länger im Wut-Modus zu bleiben. Ne. Also ich meine, wegen einem Punkt wird es nicht rentieren hier. Na, irgendwie hier zu Punkte ausgeben, aber mehr Schaden zu ertragen. So, war eine kurze Sache. Ich meine, so viele Punkte hatten wir ja nicht. So. Cool finde ich, dass wir keine Ausdauer haben. Also, dass wir hier quasi, einfach so mal rennen können, ununterbrochen. So, Auto steht auch noch da. Geflickt, gerepariert und geputzt. Okay, geputzt nicht. Aber geflickt. So. Es ist ja schon okay, diese Ansicht, nur ich sehe nicht, wo ich hinfahre beim Retourweg. So, diese Ansicht gefällt mir sowieso. Also, gefällt nicht, aber ich finde, das ganze Spiel kommt einfach geiler rüber, wenn wir das so machen, weil hier bist du im Auto drin und ja.
Naja, bist halt im Auto drin. So, Chums Versteck müssen wir jetzt. Wow, okay. Ja, lieber Kollege, wenn du mich genau fragst, ob man das Spiel mit Lenkrad spielen kann, ich weiß es nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht auf die Suche gegangen. So, wir fahren ins Quartier. In der Ego-Perspektive. Yeah! Und da sehen wir, dass es komisch ist. So, wieder zurück angekommen. Dumm, 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 dumm. Hundi? Hundi? Bist du da? Ah, da ist er ja. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Bein? Sprechen kannst du ja auch nicht. Was es mit diesem Motor auf sich hat? Keine Ahnung. Der schraubt schon die ganze Zeit da an dem Motor rum, aber irgendwie wird er und wird er nicht fertig. So. Wir gehen mal schauen, ob wir noch ein bisschen Wasser mitnehmen können. Ob der noch... This will fill up again with water soon. Wasserquelle ist leer. Hm. Wollen wir mit dem ein bisschen rumfahren? Ne, kann ich gar nicht. Kann ich nicht. Na, super. Okay, dann gehen wir jetzt in diesem umgekippten Schiffswrack hat Jumbocker. Okay. Dann wollen wir mal mit Chum, wie auch immer, sprechen. Und mal sagen, schauen, was er so zu sagen hat. Say? Oh, say, come and see. Come and see, oh, say. Yes, she's with his hands and the blessings of the sacred Solenoid. She's come to life. My sweet angel combustion. What did I tell you? V8, not V6. You're exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief! A bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night, right? You'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gastown. Let's go there. No, wait. You can't just go to Gastown. Oh, we need armor on my angel for that run. Yes, yeah, it'd take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... Scavengers! Get in the car! Wait! My tabernacle! Oh, shit! Wo ist der Hund? Und der Hund? Wo ist der Hund? Wo ist er? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Boah. Ich habe den Hund nicht mehr gesehen, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wo der Hund ist. Im Auto habe ich ihn nicht gesehen. Woohoo! Alright. Ja, was für ein Sprung. Okay, schnell weg. Schreibt mir in die Kommentare, welche Variante das ihr gern sehen wollt. Ego-Perspektive beim Fahren oder Free Personal. Those boys are the crew of Stankum! Scrotus is deadliest underling! Yeah, profane defiance! Ja, diese Kerle gehören uns. Kommst du einfach nicht nach. Oha, was ist da denn los? Was wollen die denn von dem Chum? Okay. Wo ist der Hund? Ich hab den Hund immer noch nicht gesehen. You know a safe place? Somewhere we can rebuild.
Okay, wir fahren einfach mal da weg, damit wir nicht von ihnen gefasst werden. We can make a deal. Trust they don't kill us. Doesn't sound safe. That the best we can do. I don't think we have a choice, Zane. What is this place? This part of the Great White is Cheat's territory. Like everywhere else in this realm. So. It's been overrun by naja. Halt. Ein bisschen Schrott einsammeln hier. Und essen. Eine Ratte. Sehr gut. So. Darf ich jetzt? Dankeschön. Yam, 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 yam. Rattenfleisch. Rattenfleisch. Kann ich mit dem rumfahren? So. Egal. Ah, okay. Bam. Der ist geiler, der Wagen. Okay, dieses Auto eliminieren wir. Bam, sehr gut. Von entdeckt. Boah, der hat doch Schrott hier drin, Mensch. Might be able to roll closer in this. Okay, wir steigen hier aus. Ist aber cool. Benutzt den Ballon am Ausguck, um wichtige Orte auf der Karte zu markieren und einen Schnellreisepunkt freizuschalten. Mache ich doch gleich mal, wenn ich schon hier bin. Ich finde es cool, dass oh, hier liegt noch Scrap Metal. Ui, ja. Was haben wir hier? Nix. Okay. Also ich finde es cool, dass man auch die anderen Fahrzeuge nehmen kann. Very nice. Oh, Benzin. Einsteigen. Ja. Shift aufwärts. Schauen wir uns mal die Map von oben an. Kann ich da irgendwie... Ne, nur hoch und runter. Oh, schaut euch mal das Schiff an. Das explodiert immer noch. Black Mouse. Region entdeckt. Okay. Vogelscheuche schwach. Vogelscheuche schwach. Jeffs Festung. Vogelscheuche schwach. Na, was sehen wir denn noch? Irgendwo ist noch das Schiff, wo explodiert oder nicht. Ah.
das ist so eine Handelsroute oder irgendwie sowas. Knochenbruch, Ölpumpenlager. Wo bin ich denn jetzt? Schattenbegegnung. Ach, ich bin hier, Mann. So. Ja, das ist eben das Faszinierende an dem Spiel. Dass man hier wirklich quasi rumfahren kann und erstmal eine Nebenmission machen kann. Kann ich noch weiter hoch? Oh ja. Zu diesem Ausguck ist nun eine schnelle Reise möglich. Ich gehe mal noch weiter hoch. Mal schauen, wie weit hoch das ich kann. Oh. Gar nicht mehr hoch, weil... Wie komme ich? Okay, warte mal. Wir gehen ganz hoch, bis wir kein Benzin mehr haben. Leerer Tank. Und jetzt gehen wir wieder runter. Okay. Ah. Halt! Hier ist ein Sniper. Ölpumpenlager. Vogelscheuche schwach. Todesfahrt. Okay. Da will ich nicht hin. Da will ich echt nicht hin. Aber hier haben wir einen Sniper. Oh, da haben wir noch mehr zum Entdecken. Was haben wir hier? Top-Dog-Lager. Okay. Hier haben wir einen Sniper. Vogelscheuche. Ja. Ups, falsche Taste. Ja, da drüben haben wir nichts mehr. Da drüben auch nicht. Ist einfach wirklich fantastisch gemacht, diese Explosionen. Gefallen mir verdammt gut. So. Jo. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles mehr oder weniger. Schwierigkeitsgrad, Ölpumpenlager. Ja. Lass uns runter. Ach, wenn das runtergehen auch so schnell würde gehen wie das hoch. Okay, hab nichts gesagt, geht ja. Ja, Ballon braucht Benzin und Benzin, gut, wir haben einen Benzinkanister. Hätten wir vielleicht mitnehmen können. Wir hören der Explosion an. Auch wenn es weh tut auf eine Art, weil Jums Festung war. Und ich hoffe, der Fisch. Der Fisch ist gestrandet. Ne, ich hoffe, dem Hund geht's gut. Ballon verlassen. Jo, lustige Sache hier, Ballonfahrt. Oh, hier haben wir noch ein Erinnerungsstück. Historischer Relikt. Okay. Und was steht hier? Projekt Blackout, Phase 5, Schneemobil. Wir werden nicht zusammen mit den anderen untergehen. Wenn sich jemand auch nur in der Nähe unserer Verstecks begibt, werde ich ihn hochpersönlich massakrieren. Sarah. Oh. Oh oh. So it began. Finde drei historische Relikte. Wunderbar. Ja, die Sachen kann man nicht aufmachen wie Best Friend Deep. Ja. Jetzt hier haben wir noch mehr Scrap Metal. Yeah. Einmal um den Block gerannt. So. Aha. Aha. Kein Respawning möglich. Nein, kein Respawning. Kann ich jetzt hier den... den Ballon füllen? Nicht? Okay. Ja, also wir haben eine Handelsroute. Weiß gar nicht. War das eine Handelsroute oder... Was war das? Da drüben sieht es aus, als wäre Jesus gestorben, geboren.
tanken. Kann ich da aufbewahren? Geht doch. Nice, jetzt haben wir einen Kanister dabei. Für alle Fälle. Ersatzkanister. Wie geil ist das denn? Es geht doch. So, ja, da hochfahren wir. Another foul totem of the infidel hordes. Destroy! Destroy, Saint! So, nieder mit. Warm Kai. Fall. Ah, wunderschön. Ja, wir steigen auf und verdienen uns so die Punkte. Jetzt gehen wir den Sniper erledigen. Wo ist der denn? Ich meine, ein Sniper-Gewehr wäre jetzt auch nicht ganz schlecht. Sniper, get cover! Borrow time out here with no long shot! Hard to get one. Perhaps these nimble black fingers are skilled oh, in such metal. Schießt ja. Are you Na, sure warte. You can build me one? If Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's not so complex. Ja, da liegst du. Wow! Da schleudert's dich. Hammergeil. Okay, Sniper 1 weg. Wo gehe ich jetzt hin? Was tue ich jetzt? Zuerst mal Auto reparieren. Indem, dass du das Auto reparierst. Spare-Crowd-Teile. Historische Relikte zerstört die Ölpumpe. Komm, wir nehmen. Nehmen wir. Begegnung, Info. Bergung. Sprich mit dem Ölland, um wertvolle Informationen über die Welt zu erhalten. Okay. Ne, wir machen den da. Wir machen zuerst mal die unsere Strecke. Bevor wir dann zu Chat gehen. Machen wir das, genau. Nee, ich dachte, währenddem, dass ich das Dings anschaue, würdest du reparieren. Das geht ja gar nicht, lieber Kollege. Jo. So reisen wir Step by Step auf der Insel rum, auf der Welt rum. Mir gefällt das Spiel echt. Finde ich super. Und super finde ich eben die ziemlich vielen Wege, wie man das Spiel spielen kann. Das sieht man wirklich in einem Let's Play, also, das ist Wahnsinn. Oh, hier haben wir Informationen. Mit einem Ödländer. Ödländer sprechen. Oh. Boah, das ist aber nice hier. Mal schauen, was er uns zu reden. Besprechen. Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No. You want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on edge of outer graves. View alone might be worth the massacre. But see to it that the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, there's a dangerous hidden pathway which might give you a bit of an edge in the carnage. Okay. Gibt einen Blut. Fahrt. Lager, die Gratwanderung. Ein verstärktes Lager entlang der Grenze der äußeren Gräber. Suche entlang der Klippen nach einem versteckten Pfad, der dich unbemerkt hineinführt. Zusätzliche Informationen. Die Verteidigung sollte mit dem Snipergewehr durchbrochen werden. Habe ich eins? Pass an den Felsvorsprüngen auf, wo du hintrittst. Es gibt ein
Bauteil im unteren Bereich des hängenden Bergs. Belohnung. Informationen im Logbuch gespeichert. Ja, aber das ist der. Da ist das. Worf. Ah! Mist! Fuck! Nein! Red Tank! Shoot! Shoot! Ah! Haben mich gesehen. Ja, okay. Eigentlich war ich jetzt da. Ach, wisst ihr was? Planänderung. Wir... Ne, warte mal. Die Gratwanderung. Ja, das war das, was sie gesprochen hat. Das war das. Und der gibt mir Informationen über das oder über das. Okay. Oh, gibt viel, viel, viel. Wir machen... Wir gehen jetzt zu... Wir gehen jetzt... Ja, wo muss ich denn hin? Wir gehen jetzt hier hin und ein andermal gehen wir dann wieder zurück. Weil ich habe so eine Vorahnung, dass wir... Max. Straßenleiche Stufe 8. Welche Stufe bin ich denn? Ja, also irgendwie Treibstoffschlucker. Ich bin Straßenleiche, ne? Okay, ich bin noch zu schwach. Ja, zwei fehlen noch, dann ist das frei. Waffe. Oh, da fehlt auch noch ziemlich viel. Ja, gut, ich muss noch ein bisschen üben. Oder besser gesagt, bisschen... Na? Nee, kann ich nicht. Okay, wir gehen mal dahin, wo wir müssen. Speichert. Okay, wurde gespeichert. Diesen Sniper haben wir ja eliminiert. Da vorne gibt es eben eine Vogelscheuche, die wir auf dem Weg zum Ziel... Ne, warte mal. Doch. Die wir auf dem Weg... Ach, das ist das Auto, was ich... Ne, warte mal. Hat der jetzt kein Rad mehr? Convoy, up ahead. Okay, jetzt gehst mir langsam, aber... Okay, jetzt habe ich den Fahrer. Very nice. Wo liegt jetzt die erste Leiche? Weil den konnte ich noch looten. Eigentlich. Wow, da hinten explodiert's wie eine Granate. Doch, der lag da. Ah, da. Fix the car, quick. Ja, du reparierst das Auto und ich
Schau mir mal den Beutel an. Schrotflintenpatrone. Very nice. Genau das, was ich brauche. Alt. Ach komm. Schnauf nicht so. Wir haben hier noch ein Messer. Können wir nicht aufnehmen, weil wir schon eins haben. Yes, I'm a protector, Saint. But don't be wrong, please. Wo ist der Hund? Bam! Bam! Jetzt ist er garantiert tot. Hoffe ich. Glaube ich. Und Auto zerstören gibt Schrott. Eindeutig. Schrott, Schrott, Schrott. Ich hab Schrott. Ich hab Schrott. Ich hab Schrott. So. Ich gehe noch das andere Auto zu zerstören. In der Hoffnung, dass ich Schrott rausbekomme. Oh, wunderbar, ich liebe es. Ja, Tatsache. Autos zerstören gibt Schrott. Yeah. Very good. Schrott, Schrott, Schrott kann man nie genug haben. Sag ich euch. Ja, und die Autos, die sehen sowieso nicht spektakulär aus. Also von dem her, die kann man zerstören. So, liebe Freunde. Wir sind wieder ein bisschen lange an der Außenwelt. Und na, mit diesem Sonnenuntergang verabschiede ich mich bei euch und beim nächsten Mal gehen wir endlich in die Jets-Festung. Und jo, ist richtig geil à la Far Cry 4 oder Far Cry allgemein, kann man sagen, wo die Autos durchfahren und die Feinde. Also macht richtig tierisch Spaß, Leute. Also mir macht Spaß. Es fesselt extrem. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.